Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jobvideo hier auf meinem Kanal. Falls euch diese Videos gefallen sollten, könnt ihr natürlich gerne ein Abo und ein Like da lassen, wäre auf jeden Fall extrem nice. Schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Und ich würde sagen, wir switchen direkt rüber in den Itemshop, gucken, was dort heute alles drin ist. Wir haben einen neuen grünen Skin zum Wörsch-Skin, die weibliche Version. Sieht eigentlich ganz cool aus. Hat jemand im unten rum sieht das ziemlich aus zum nur die Haare und eben halt das Gesicht sehen ein bisschen anders aus. Sieht aber eigentlich echt ganz cool aus, das Skin. Dann haben wir natürlich noch Birch selbst. Den finde ich allerdings ein bisschen besser tatsächlich als die weibliche Variante. Dazu haben wir dann noch die saubere Spitzhacke. Die hat sich wirklich cool, hat nicht. Sound. Haben wir noch Divergenz. Sieht ja eigentlich ganz cool aus, hinten mit dem Triebwerk. Allerdings größerer Gleiter. Trotzdem nur 800 Bucks. Vollkommen noch. Dann haben wir den Finsterbomber mal mit Backpack. Das ist ja auch wahrscheinlich im Prinzip so der Anteaser gewesen, eigentlich zum Vulkanausbruch. So. Ja, auf jeden Fall finde ich den Skin echt ganz cool. Ist hier mal doch so ein bisschen schwitziger Skin und hier mal die Effekte sehen echt cool aus. Dann gibt es noch das Donnerross. Extrem cool eigentlich. Das Horn leuchtet dann nämlich auch ruhig, wenn man schlägt. Oder war das schon ein Kill? So, weiß nicht mehr genau wann. Oder nicht hier vorne genau. Da leuchtet das dann. Ja, sieht auf jeden Fall dann ganz cool aus, dort kann man sehen. Ist auf jeden Fall eine coole Spitzhacke, allerdings eben halt auch ein bisschen teurer. Zu passen gibt es noch Glyphe der Dunkelheit. Finde ich auch eigentlich richtig cool. Gleiter eben mit diesem Effekt so oben drauf. Und ist eben halt auch nur ein Gleiter, deshalb geht das auch vollkommen klar. Dann haben wir noch Tanztherapie. Ist auf jeden Fall ein cooler Emote, habe ich mir auch direkt beim ersten Mal gegönnt. Finde ich auf jeden Fall cool. Dann haben wir noch Hacke der Entspannung. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Spitzhacke, hat einen coolen Effekt. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Haben wir noch die Dschungelsperren, ist auch wieder ein Schwitzer-Skin. Ja, aber eigentlich auch generell ganz cool aus. Im grünen Shirt, der braunen Hose so und diesen Stiefeln dann auch noch. Sieht immer so richtig als Dschungelkriegerin aus. Gefällt mir wirklich. Haben wir noch Seawolf. Ja, auch ein Skin. Hat ja auch zwei Varianten. Backpack sieht auch gut aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall 1200 V-Bucks dafür, dass man im Prinzip zwei ziemlich komplett verschiedene Stile bekommt. Ich meine, die sehen sich ja nicht wirklich ähnlich. Der sieht ja komplett anders aus eigentlich als der Skin. Deshalb finde ich, lohnt sich das wirklich sehr, sehr. Dann haben wir noch den Sternnachtflugleiter. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Hat einen ganz coolen Effekt. Hier ist auch Tilted Towers drauf. Ja. Kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir Jazzhände. Eigentlich ganz cool. Viel günstiger. Geht auf jeden Fall klar. Dann gucken wir mal Rette die Welt Shop. Dort heute für Lamas drin. Und heute kommt natürlich auch noch das Update. Darauf bin ich auch schon gespannt. Die neue taktische AR. Rette die Welt. Fühlt Weiß man sich das ja noch nicht. jemand durchschaubar? Heute haben wir ein super Anhänger-Lama drin. Kann sich manchmal lohnen. Hier würde ich das eher nicht kaufen, weil ich Mega-Basis-Keil schon habe. Ja, den Verteidiger brauchen und sollte so nicht. Halt der eine Anführer der Was denn? Überlebenden wäre ganz Ich gut. hatte nur mal Hunger. Aber wenn hier jemand mythischer Anführer der Überlebenden drin ist, dann lohnt sich das wirklich richtig gut. Hier haben wir natürlich auch noch Militär-Lamas, die werden aber demnächst wahrscheinlich im nächsten großen Patch gegen Sommerlamas ausgetauscht.
Darauf kann man auf jeden Fall auch schon. Hier haben wir nichts Neues drin, das wird sich erst morgen aktualisieren. Das wird schon wieder mit dem Shop-Video. Ihr könnt natürlich auch gerne die ganzen anderen Videos auschecken, die hier in letzter Zeit kamen. Ich habe zum Beispiel auch etwas gestern schon über das Update, das heute kommt, geredet. Und ich mache immer Fortnite-Challenges. Also wenn ihr das alles auch nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Wäre auf jeden Fall nice. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.